was mich treibt, rauszugehen, um zu fotografieren, ist einfach die Begegnungen mit Menschen. Geschichten, Emotionen, das Alltägliche in anderen Augen zu sehen, das ist eigentlich die grösste Motivation für die Fotografie. Zu der Fotografie bin ich gekommen, und zwar, mein Vater hat eine analoge Kamera gekauft und hat das ein bisschen so gelernt. Und mir hat in dem Moment die Fotografie gerade gepackt. Mit 40 habe ich aber die erste so Kompaktkamera gekauft. Und es hat mich fasziniert, in dem Moment eintauchen in die Welt der Fotografie. Und verstärkt ist das dann vor allem aber gewesen, hat mir ein Arbeitskollege gesagt, das ist zwar gut, was du fotografierst, aber du musst unbedingt mit der Leica fotografieren. Ich habe mir ermöglicht, fleissig ein Jahr lang zu sparen. Ich habe mir dann die M10 kaufen. Ich muss einfach sagen, es ist einfach schön. Für mich ist die Realität farbig. Also ich sehe alles immer farbig. Und Schwarz-Weiß-Fotografie ist für mich nichts anderes als so eine gewisse Distanz zur Realität haben. Und durch das habe ich auch eine gewisse Tiefe. Vielleicht auch Bequemlichkeit. Nicht immer müssen entscheiden, ist jetzt das Farbfoto schöner oder vielleicht doch die Konvertierung auf Schwarz-Weiß. Und ich glaube, je länger ich die Schwarz-Weiß-Foto angeschaut habe, desto mehr haben sie mich fasziniert. Und bei der M11 Monochrom ist unheimlich speziell, weil es gibt keine andere Alternative als Schwarz-Weiß. Es ist komplett auf das reduziert, wo eigentlich man will sehen. Bei der Leica M11 Monochrom habe ich bewusst auch mit sehr wenig Licht spielen und im fast dunklen Raum hat man wunderschön fotografieren und das ist mit der ISO, die so hoch aufgeht, absolut kein Problem. Die 60 Megapixel, das ist der Vorteil natürlich. Mit diesen grossen Reserven kann man gut spielen, man kann sehr viel den Bereich kroppen. Bleibt eigentlich der Kreativität keine Grenzen. Was ich auch unheimlich geschätzt habe beim Fotografieren, ist vor allem der elektronische Verschluss. Die mechanische bis zu den 4000stel und alles, was mehr ist, ist dann halt eben hier der digitale Verschluss. Und für das ist eigentlich so eine Leica M11 Mono absolut ideal. Mein Künstlername ist Carmine Castelli und ich bin Streetfotograf.